Okay, fange ich mal an. Gibt mit T für Team. Wer von euch ist ein Software ist ein Softwareentwickler und arbeitet versucht? Cool. Wer setzt denn in seinem Hauptprojekt Subversion ein? Wer setzt Git ein? Okay, gut, so halb halb. Ja, also dieser Talk ups, irgendwie funktioniert mein Klicker nicht. Ja, klopft schon so. Geht nicht um diesen Detailview. Also wir entwickeln Software und manchmal, wenn wir unter täglichen Arbeit sind, sehen wir das große Ganze nicht. Also den ganzen Workflow, den wir haben. Sondern es ist so ein bisschen wie so ein Navigationssystem, das uns einfach durch den Workflow navigiert. Also wir wissen, okay, gut, das Navigationssystem sagt jetzt rechts abbiegen, links abbiegen, hier über die Brücke rüber. Und wir machen uns manchmal ein bisschen wenig Gedanken, wie wir diesen Ablauf verbessern können. Wir vertrauen unserem Navigationssystem, das uns jeden Tag irgendwie zur Arbeit bringt. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig, mal auf die Karte zu gucken. Ist es immer noch der richtige Weg, den ich nehme? Kann ich Sachen vielleicht effizienter machen? Anstatt drei Ampeln kann ich da irgendwie eine Ampel einsparen und deswegen schneller zur Arbeit zu kommen? Und darum geht es auch in diesem Talk. Es geht halt nicht um diesen Detailview, welche Git-Kommandos setze ich ein, um besser zu arbeiten, sondern es geht um das große Ganze. Wie arbeite ich? Welche Branches benutze ich? Was ist meine Branch-Strategie dabei? Und das Git, ganz interessant. Git ist eigentlich ein Design für Open-Source-Prozesse. Also Linus Torvald hat sich überlegt, Subversion sucks, also mache ich ein neues Versionskontrollsystem und das nenne ich Git, das alles das hat, was ich brauche für meine Entwicklung des Linux-Kernels. Und der Linux-Kernel, da kann man, er wollte er, alle Leute auf der Welt sollten einfach mitarbeiten können am Linux-Kernel, unabhängig, ob sie Zugriff haben auf das zentrale Repository, weil Git bietet ein lokales Repository. Also man kann, lokal habe ich meine gesamte History. Und dann kann Linus sich die Patches nehmen und kann dann angucken, okay, das gefällt mir nicht und kann das dann rauspicken. Und Leute können das einfach forken, Projekte, können ihre eigenen Linux-Kernel bauen und immer noch Bugfixes bekommen von Linus. Und das ist eigentlich ein Distributed Workflow, den wir dabei haben. Also ein verteilter Workflow auf der ganzen Welt. Ich kann Patches austauschen mit jemand in Brasilien und brauche kein zentrales Repository, keinen zentralen Server. Jetzt ist es aber so, dass wir alle in Unternehmen arbeiten. Wir entwickeln Software in Unternehmen und auch diese Software müssen wir irgendwo zentral, wir müssen irgendwo muss die zentrale Wahrheit liegen und das liegt auf unseren zentralen Servern. Und das ist der Workflow, den Unternehmen haben. Unternehmen haben einen zentralen Workflow. Viele von uns gehen täglich in ein Bürogebäude rein und da treffen wir uns und da arbeiten wir an einem zentralen Platz. Und das, so soll auch der Workflow sein, den Unternehmen haben. Und wir müssen effektiv damit arbeiten. Aber Git kann uns auch dabei helfen. Und ich bin Sven, ich arbeite für Atlassian. Und auch bevor ich bei Atlassian gearbeitet habe, war ich Teamleiter und ich hab mir... Meine Leidenschaft war Workflows. Also ich hab mir die oder die Produktivität der Entwickler und ich habe Code Reviews eingeführt, ich habe Continuous Integration eingeführt und das alles, das Team effektiver zu machen, das Team sich das Team nur noch auf den Code konzentrieren muss. Jetzt ist es so, ich komme viel rum und spreche mit vielen Leuten und ich sehe so ein paar Muster bei manchen Teams. Und zwar sagen manche Teams wissen nicht, ob sie noch das für das kommende Release den Bug fixen können. Wie geht das? Wo checke ich den Code ein? Wo mache ich das? Oder ist der Code schon feature complete? Habe ich alle sind alle Features eingecheckt im Code? Sind alle fertig mit ihren Features? Ist der feature complete, der Code? Können wir bald releasen? Oder wie mache ich das? Jetzt haben wir einen Fehler gefunden. Wie machen wir einen Hotfix? Und meistens ist es so in Unternehmen, dass da eine Person sitzt, die da immer Bescheid weiß, den gebe ich meinen Patch und sage, hey, hier, das ist mein Commit und das fixt den Bug. Mach mal Magic und bring das mal bei uns rein. Oder manche Leute wissen auch gar nicht, kann der aktuelle Code gebaut werden? Ist der Bild grün oder ist er rot und wir können gar nicht deployen? Oder hat jeder schon den Code reviewed? Hat jeder schon ein Code-Review durchgeführt? Können wir jetzt weitergeben? Können wir die Software weiter an die nächste Stelle geben, an die QA oder was auch immer der die nächste Stelle im Workflow ist? Und ich, das Wader würde dazu sagen, wenn das in einem Unternehmen sieht,
I find your lack of workflow structure disturbing. Manche Leute haben einfach keine Workflow Structure, die machen sich weniger Gedanken um die Workflow Structure, wie der Code im Workflow fließt. Und jetzt dazu ist noch zu sagen, dass wir verschiedene Leute sind. Wir sind verschiedene Teams. Manche Teams brauchen sehr, sehr, sehr viele Restriktionen und andere Teams brauchen einfach Freiheiten. Die brauchen ihre Freiheiten und das muss der Workflow auch widerspiegeln. Dann haben wir verschiedene Produkte. Manche von uns entwickeln vielleicht Produkte wie eine Software für ein Atomkraftwerk oder so. Die wird vielleicht einmal im Jahr released und wir wollen wirklich sicher sein, dass die Software keine Bugs hat. Andere haben vielleicht, machen einen Webshop und verkaufen Servietten oder so. Und die können einfach die Bugs fixen und können das rausschieben. Also wir haben verschiedene Produkte und verschiedene Workflows. Und auch bei Atlassian haben wir verschiedene Produkte. Das Jira-Team release zum Beispiel ungefähr 4-mal im Jahr eine neue Software und wöchentlich auf On-Demand. Das heißt, das ist ein total anderer Workflow als das Bitbucket-Team zum Beispiel. Das Bitbucket-Team macht ein Feature fertig und schiebt das raus. Das ist eine On-Demand-Lösung, also eine Cloud-basierte Lösung. Und die können die Features einfach rausschieben, wenn sie fertig sind. Das Stash-Team hat wieder einen anderen Workflow, weil die machen 6-Wochen-Release. Das ist ein relativ junges Produkt und wir wollen die Features möglichst schnell zu unseren Kunden bringen. Und das hat wieder einen anderen Workflow bei Atlassian. Also verschiedene Produkte brauchen verschiedene Workflows. Und dann haben wir auch verschiedene Kulturen in Unternehmen. Manche Unternehmen sagen, okay, gut, Fehler sind okay, wir lernen aus unseren Fehlern. Und andere Unternehmen sagen, Fehler dürfen überhaupt nicht passieren, wir müssen sicher sein, dass wir keine Fehler machen. Ich will das gar nicht wertschätzen hier, das ist einfach so. Wir haben verschiedene Kulturen und das erfordert verschiedene Workflows. Das führt dazu. Jetzt ist es so, was Git uns gibt als Versionskontrollsystem ist, es gibt uns sowas wie Lego-Steine. Wir können unseren Workflow zusammenbauen. Also es gibt uns einfach nur diese Steine wie Fork, Push, You name it. Und wir können daraus unseren Workflow bauen, genau wie wir den brauchen. Zum Beispiel können wir daraus einen schnellen Workflow bauen, so eine Rakete. Wir können aus dem Lego-Stein, aus dem Git-Lego-Stein so eine Rakete bauen, die uns schnell vorangibt, die vielleicht auch mal in die Luft geht. Das kann passieren. Dann wissen wir, das kann passieren. Oder wir haben so einen Workflow, sehr stabil, fällt nicht so schnell um, trotz jeden Sturm. Also, und das kann uns Git halt geben. Git gibt uns diese Steine und wir bauen damit unseren Workflow zusammen. Okay, komme ich mal zum ersten Workflow und das sind Fork-Workflows. Wer lange Zeit mit Subversion gearbeitet hat, für den ist das neu, ein neues Konzept. Forks und Forks laufen folgendermaßen ab. Forks sind technisch einfach nur eine Kopie meines gesamten Repositories. Ich habe mein Repository und mache eine Kopie davon auf dem Server. Das ist ein Fork. Also ich habe meine ganzen Branches, meine gesamte History kopiere ich auf dem Server. Dann ist es so, ich kann nur nicht mehr zurückschreiben zum Original. Ich habe keine Verbindung mehr zum Original. Ich kann nichts, wenn ich auf meinem Fork arbeite, kann ich nicht in mein Original-Repository zurückpushen. Das geht nicht out of the box. Und was ich aber trotzdem bekomme, ich kann immer noch Änderungen vom Original in mein Repository ziehen. Also ich kann die reinpullen, die Änderung. Das funktioniert. Das sind technisch gesehen Forks. Wie kann man das jetzt einsetzen? Zum Beispiel habe ich diese super Library, die ich im Internet gefunden habe, Open Source Projekt. Und jetzt möchte ich gerne, aber die kann auch nicht diese Funktionalität, die ich unbedingt brauche. Also was mache ich? Ich mache einen Fork. Ich fork diese Library. Wie gesagt, man kann immer noch synken, das kann man manuell machen, das geht automatisch mit Tools. Stash bietet das zum Beispiel, dass ich automatisch die Änderungen bei mir reinpushen kann und in mein Forked Repository. Aber jetzt will ich meine Änderungen haben. Jetzt habe ich meine Änderungen, ich habe ganz tolle Änderungen gemacht und denke mir, davon können auch andere Leute profitieren. Die Änderungen möchte ich gerne, dass andere Leute davon profitieren. Also, aber habe ich schon gesagt, ich kann diese Änderung nicht zurückpushen ins Original-Repository, das geht nicht. Was ich aber machen kann, ich kann den sogenannten Gatekeeper fragen. Hey, ich habe hier coole Änderungen, willst du die nicht in dein Repository haben? Und der kann dann selber entscheiden, ob er diese Änderung reinnimmt und der Gatekeeper findet das nun toll und kann die Änderung reinpullen in sein Original-Repository und den allen Leuten zur Verfügung stellen. Das Ganze sieht aus wie ein Open-Source-Prozess, oder? Klar, ist er auch. Das ist ein Open-Source-Prozess und der funktioniert aber auch großartig. Wir können so viel lernen von Open-Source-Projekten. Zum Beispiel Open-Source-Projekte arbeiten mit verteilten Teams. Genau das wollen wir haben in Unternehmen. Wir wollen gerne, wir sehen das immer mehr und mehr, dass Leute verteilt arbeiten und das wollen wir haben in unseren Unternehmen. Oder die haben flexible Roadmaps.
Die können ihre Roadmaps sofort anpassen. Jemand hat einen tollen Fork gemacht, das geht in die Richtung. Okay, gut, wir passen das jetzt, fassen unsere Roadmap sofort an. Auch das wollen wir in Unternehmen haben. Wir wollen so schnell wie möglich reagieren können auf den Markt. Und dann hat man auch in Open-Source-Projekten immer Leute mit unterschiedlichen Programmierskills. Und auch das haben wir in Unternehmen. Wir haben Werkstudenten, wir haben Senior-Entwickler, wir haben Junior-Entwickler und auch das funktioniert super in Open-Source-Projekten, auch das können wir gerne in unserem Unternehmensprozess übernehmen. Und ich habe 5 Gründe aufgestellt, warum Forking ganz, ganz gut im Enterprise-Umfeld passt. Und das erste habe ich schon erzählt, großartig, um eine Library, eine Bibliothek zu customizen. Dafür ist es großartig einfach. Aber ein Grund ist auch, dass es großartig ist für Innovation Spikes. Wir bei Atlassian machen 24 Stunden Hackathons, das nennen wir Ship It Days. Und da forken wir einfach Jira, forken wir und machen da unsere innovativen Ideen rein und zeigen das dann nach 24 Stunden. Und dafür ist ein Fork cool. Ich kann diese Sachen dann nehmen und später wieder in Jira reinziehen, wenn ich das unbedingt will. Meistens löscht man den Fork wieder und macht das nochmal richtig. Aber das ist die Idee von Innovation Spikes. Ich kann damit meine Komponenten schützen. Das haben wir auch bei Atlassian. Wir haben ein Team, das die Atlassian UI-Team, also das sich um die UI-Komponenten kümmert, die übergreifend von unseren Produkten sind. Das heißt, Jira hat benutzt das, Confluence benutzt das, Stash benutzt die. Und wenn jetzt das Jira-Team einen neuen Button hat und sagt, ey, dieser Button ist so cool, dann forken sie diese UIs und geben es und fragen das UI-Team, hey, könnt ihr das bei uns in die UI-Library reinziehen? Weil dieser Button ist so cool. Okay, sagen die, dann gucken sich das an und vielleicht kann das Confluence-Team und das Stash-Team diesen Button auch benutzen. Dafür benutzen wir auch Forks. Und es ist gut, um ein bisschen den Geräuschpegel runterzuhalten. Das heißt, wenn wir ein paar Gatekeeper haben, die Sachen reinziehen, die kontrollieren, was wirklich reinkommt in den Code. Und wenn ich große Projekte habe, kann ich dann da auch noch sogenannten Lieutenant and Dictators Workflow haben, wo ich dann zwischendurch noch ein paar Lieutenants habe, die dann die Sachen reinziehen und dann den einen Dictator, der über das ganze Codebase herrscht. Und wenn ich mit Dienstleistern arbeite oder mit Werkstudenten, kann ich auch Forks super benutzen, denn die können mir den Code nicht kaputt machen. Ich kann den nochmal Quality Reviewen, den Code, und kann den dann bei mir reinziehen, wenn ich damit zufrieden bin. So, jetzt dieser Gatekeeper-Workflow, das ist natürlich ein potenzieller Bottleneck, den ich da habe. Also der arbeitet vielleicht in einer Zeitzone, wenn ich dann sage, oh, jetzt habe ich aber hier einen Bugfix und dann muss ich schnell rein und das ist ein potenzieller Bottleneck, den ich da habe. Und wir wollen ja als agile Teams immer schnell und einfach und unsere Sachen irgendwie deployen können. Kommen wir zum nächsten Workflow. Und das, den Workflow, den kennen die Subversion-User schon ziemlich gut. Und das ist der zentralisierte Workflow. Genau, Subversion, das ist euer Flow. Aber Git macht das noch besser, diesen Flow. Und ich erzähle auch, warum. Also, der zentralisierte Workflow ist, ich habe ein Master Branch und da integrieren alle drauf auf dem Master Branch. Jetzt ist es so, dass Git damit arbeitet, dass ich ein zentrales Repository habe. Das ist mein Server und ich clone das Repository auf meinem Laptop, auf meiner Workstation. Und da arbeite ich drauf und dann pushe ich die Änderungen hoch. Also jeder integriert also ins zentrale Repository und ich arbeite auf meinem lokalen Repository und pushe meine Änderungen hoch. Und wie Martin Fowler schon immer richtig sagt, man soll das oft machen. Wir wollen Continuous Integration machen. Wir wollen Continuous integrieren den Code. Also wollen wir schnell sehen, ob es irgendwelche Konflikte gibt. Martin Fowler sagt, mindestens einmal am Tag, ich glaube, öfter am Tag ist noch viel besser. Jede Stunde sollte man eigentlich sich die Änderungen reinziehen bei sich und seine Änderungen hochpushen. Was ist jetzt gut an diesem Workflow? Der ist einfach zu lernen. Er ist simpel und er ist einfach zu lernen. Jeder kennt den, man muss den nicht großartig erklären. Konflikte werden früh sichtbar. Wenn ich jede Stunde meinen Code abgleiche mit dem Code von meinen Mitentwicklern, werden die schnell sichtbar. Ich kann schnell Konflikte erkennen. Und wenn ich da Continuous Integration noch draufsetze, weiß ich immer, mein Master Branch oder meine Software, in die alle Leute integrieren, ist deployable oder sollte deployable sein. Und ein Vorteil ist auch noch, es funktioniert seit Jahren. Wir haben Software damit entwickelt mit diesem Workflow. Der funktioniert einfach. Wir wissen, dass der funktioniert. Super Sache. Ein weiterer Vorteil ist, wenn man von den Vorteilen von Git überzeugt ist, dann
ist es ein einfacher Workflow, um einfach zu migrieren. Man kann diesen Workflow ja auch mit Git machen. Also wenn ich Subversion benutze und dann migriere auf Git, behalte ich diesen Workflow bei. Das haben wir auch gemacht bei Atlassian. Wir haben vor 1,5 Jahren unser Repository von Subversion auf Git und Mercurial umgestellt und haben aber den Workflow beigelassen, weil es für die Leute halt, die müssen diese ganzen Git-Kommandos lernen, die müssen mit einer sogenannten Staging Area bei Git umgehen, die committen lokal und pushen ihre Änderungen. Das ist Änderung genug. Da muss man nicht noch den Workflow ändern. Und dafür ist das auch gut. Es gibt ein Problem mit diesem Workflow. Ich habe unfertige Features. Ich habe unfertige Features auf meinem zentralen Repository. Die Features sind nicht fertig. Ich habe einen Button, der macht aber nichts, weil ich das dahinter noch nicht programmiert habe, weil ich einfach meine Änderungen hochgepusht habe, um meine Konflikte mit meinen Kollegen schnell sichtbar zu machen. Da gibt es auch eine Lösung für sogenannte Feature-Toggles. Also man kann Feature-Toggles haben, wo ich den Features an- und ausschalte in der Software selber und wenn ich dann wirklich fertig bin mit meinem Feature, kann ich das Feature einschalten, dann wird der Button sichtbar. So lösen wir dieses Problem. Jetzt ist es aber eigentlich so, dass wir unsere Arbeit auf unseren Scrum-Boards schön immer in Tasks und in User-Stories und in Epics und was auch immer, Features klassifizieren und haben. Warum können wir das nicht im Code machen? Warum haben wir diese ganzen verschiedenen Commits, die später zum ganzen Feature werden? Wir möchten das auch gerne im Code haben, um einfach im Code auch schon erkennen zu können, dieses gehört zu dem Feature. Und da komme ich zum nächsten Workflow und das ist der Feature-Branch-Workflow und der wird heftig mit Git benutzt den empfehle ich auch zu benutzen, wenn man Git benutzt. Jetzt ist es so, Feature-Branch, ich mache einen Branch auf dem Master-Branch für jedes Feature, das ich mache. Da kann ich dann mit einem oder mehreren Entwicklern arbeiten, meistens arbeiten mit einem Entwickler an einem Feature und wenn ich dann fertig bin mit dem Feature, dann merge ich das wieder zurück. Merge ich den Code wieder zurück in den Master Branch. Jetzt ist es so, damit wir Konflikten entgehen, sollten Features wirklich ganz, ganz klein sein, vielleicht auch in Tasks nur, dass man nur Task Branch, um einfach Konflikten, auch mit Git, können Merge-Konflikte entstehen, auch wenn es einfacher ist, zu mergen mit Git, kann das auch doch trotzdem entstehen, sollte man das möglichst klein halten, die Features. Was bringt uns das jetzt? Es bringt uns einen sauberen Master Branch. Wir wissen, der Master Branch, ich bin immer fertig mit dem Feature. Also immer, wenn es keine halben Features sind da drauf, da ist immer ein fertiges Feature drauf. Ist sehr sauber, sehr cleaner Master Branch. Und ich kann isoliert davon arbeiten auf meinem Feature Branch. Ich kriege nicht den ganzen Noise mit und muss drei Konflikte am Tag muss ich wieder zusammenführen irgendwie, sondern ich mache das einmal, wenn ich meinen Feature Branch zurückmerge. Das gibt mir, ich kann mich darauf konzentrieren, meine Aufgabe zu lösen. Das ist großartig. Und das ist auch großartig für Fixed-Time- oder Fixed-Feature-Development. Ich kann weiterentwickeln, während andere Leute Bugfixes machen. Ich habe mein Feature-Branch, kann ich reinmergen. Andere Leute können weiter Bugfixes machen. Ich kann weiterarbeiten auf meinem Feature-Branch. Wenn ich ein Feature fertig habe, kann ich die Sache shippen oder auch nicht. Oder ich deploy immer am Mittwoch und dann kann ich nachher sehen, welche Features kriege ich denn noch rein bis Mittwoch oder welche Features sind da überhaupt drin und kann das denn von da aus deployen. Auch großartig für Continuous Delivery. Wenn ich ein Feature fertig habe, dann kann ich das ganze Ding shippen. Dann kann ich das wegschiffen, also kann ich das deployen. Großartig dafür. Hier sind ein paar Tipps. Ich habe bei Atlassian gefragt, hey Leute, wir machen Feature Branches ziemlich heftig und was sind eure Tipps, wenn ich zu Tools for Agile Teams gehe, was sind eure Tipps, die ich den Leuten dann irgendwie mitgeben kann? Ihr arbeitet da täglich mit. Klar, habe ich schon gesagt, merge frequently. Oft den Code mergen, so oft wie möglich. Also so die Tasks so klein wie möglich halten. Dann, wenn es vielleicht mal länger dauert, das vielleicht doch nochmal den Code fetchen vom Master Branch in seinen Feature Branch rein, um einfach auch frühzeitig Konflikte zu entgehen. Dann auch ganz wichtig, den Branch löschen, wenn man fertig ist. Sonst sitzt man auf seinem Feature Branch und weiß gar nicht, jetzt habe ich da noch einen Bugfix gemacht im Feature Branch. Ist er jetzt schon wieder gemerged oder muss ich das noch machen? Keine Ahnung. Wenn man fertig ist mit seinem Feature Branch, wenn man meint, man ist fertig, den reinmergen und wenn man noch einen Bug findet, einen neuen Feature Branch aufmachen.
ja, sinnvolle Branch-Names benutzen, nicht irgendwie Feature 1 oder Feature 2, sondern Add-User, Delete-User, das sind sinnvolle Branch-Names, die man benutzen sollte. Einfach auch, um, wenn jemand krank wird, damit ich sagen kann, okay, ich nehme einfach diesen Feature-Branch und arbeite da weiter, damit das am Mittwoch deployed werden kann. Und ich sehe sofort am Branch-Namen, das ist der Branch, an dem ich weiterarbeiten muss. Wenn man Issue-Tracker benutzt, auch den Issue-Key mit angeben, dann wird diese ganze Sache noch einfacher. Dann sehe ich, Thomas hat in diesem Branch gerade gearbeitet und ist noch nicht fertig geworden und ich muss das unbedingt noch fertig machen, weil der Kunde darauf wartet. Das sind Feature-Branch-Tipps. Jetzt ist es so, der Talk heißt Git with T for Team. Wir arbeiten alle einsam an unserem Feature-Branch und es ist nicht unser Code. Es ist der Team-Code. Wir arbeiten zusammen. Also müssen wir auch gut zusammenarbeiten am Code selber. Und da müssen wir drüber diskutieren über den Code. Der gehört nicht uns, der gehört uns allen. Und also wollen wir gerne lernen voneinander, wir wollen diskutieren über den Code. Und da habe ich meine Game-Show-Kandidaten, 4 Stück an der Reihe hier, und die frage ich mal, warum wollt ihr den Code miteinander teilen? Lass mal fragen. Hey, warum wollt ihr den Code miteinander teilen? Und Julie drückt. Ich möchte bessere Qualität haben. Klar, ich sehe, wenn ich von anderen Leuten den Code review, kann ich sehen, dass da das Naming nicht okay ist, dass die Values, die Variablen nicht richtig benannt werden. Super, super Sache. Gute Qualität, bessere Qualität ist super. Lynn, ich möchte lernen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, wenn ich Code Reviews mache. Ich möchte von anderen Leuten lernen. Und nicht nur von anderen Leuten lernen, ich möchte auch lernen, was dieses komische Importer-Package macht, weil damit habe ich noch nie gearbeitet. Da ist aber Thomas der Experte für. Und jetzt kann ich auf einmal sehen, was dieses Importer-Package macht, wenn der Codeänderungen macht, wie das funktioniert. Super Sache. Noch jemand? Drücken. Andy, komm. Andy drückt auch und Andy möchte sich besser fühlen, wenn er nach Hause geht. Und nicht nur alleine verantwortlich sein dafür, was er da reingemercht hat. Und das ist auch so. Man teilt das, wenn die Software jetzt runtergeht oder wenn die abstürzt, dann sagt man wenigstens, okay, wir haben alle den Code reviewed, wir haben es nicht gesehen, wir teilen das miteinander. Und nicht einer schuld sein, aber der fühlt sich denn schuldig. Ich möchte mich besser fühlen. Darum geht's. Steve, komm. Ich möchte Leute anschwärzen. Darum geht es nicht bei Code Reviews. Wir sollten ordentlich miteinander umgehen in Code Reviews. Wir sollten eine ordentliche Sprache und die anderen auch wertschätzen. Also es geht nicht darum, jemanden anzuschwärzen. So, was heißt das jetzt für Git? Git sind, da kann man so eine sogenannten Lightweight Code Reviews machen und die nennt man so Pull Requests. Pull Requests funktionieren ganz einfach. Ich habe meinen Feature Branch, ich möchte den mergen und frage jetzt ein paar Leute, hey, könnt ihr euch das mal angucken? So wird der Code aussehen, wenn ich den jetzt mergen würde. Und die sagen dann, die diskutieren drüber, sagen dann, hier können wir noch was ändern, da können wir noch was ändern oder alles gut. Und am Ende müssen alle zustimmen zu den Änderungen und dann darf ich den Code wieder mergen. Ganz einfach. Lightweight Code Reviews. Und das ist genau der Workflow, den GitHub benutzt. GitHub entwickelt genau so. Die haben Feature Branches, machen Pull Request, mergen auf dem Master Branch und deployen. Das ist der GitHub Workflow. Jetzt ist es so, jetzt haben wir alle Software draußen und wir wollen die. Genau, also wir haben alle Software draußen. Und wir haben auch eine Vergangenheit und wir sollten die nicht vergessen. Also führen wir einen neuen Branch ein. Und das ist der Develop Branch, ist formerly known as Master Branch. Darauf integrieren wir, darauf machen wir unser Feature Development. Und wenn wir dann meinen, okay, gut, jetzt sind wir fertig mit Feature Development, dann mergen wir das auf den Master Branch, der noch stabiler und noch cleaner ist, und taggen dann unsere Version dort. Und das macht den Master Branch noch stabiler. Macht den Master Branch noch stabiler an der Stelle. Ich kann auch zwei Features da halt gleich deployen. Und ich kann sofort den Master Branch auschecken und weiß, das ist im Moment die laufende Software, die auf meinem Produktivsystem läuft. Das ist die Software. Ich muss nicht irgendeinen Tag suchen, das ich gerade getaggt habe, sondern das ist die laufende Software, die gerade läuft. Die kann ich sofort fixen. Und das ist genau, wie das Bitbucket-Team arbeitet. Die nennen das noch anders. Die nennen das Staging und Production Branch. Aber das ist genau der Workflow, wie das Bitbucket-Team arbeitet. So, das ist ziemlich cool, ne? Also die arbeiten, machen Feature Development und schieben ihre Features raus. Das ist super cool. So möchten wir alle arbeiten. Jetzt ist es so,
dass wir bei manchen Sachen möchten wir gerne unsere Release-Kandidaten vielleicht ein bisschen genauer inspizieren. Wir möchten sicher sein, dass das Feature, was wir gerade entwickelt haben, dass das stabil ist. Also müssen wir, unsere Release-Kandidaten wollen wir genauer inspizieren. Wir wollen aber nicht, dass alle Leute stoppen mit der Arbeit. Wir wollen, dass vielleicht das Release-Team drauf guckt, die ganzen Bugs schon mal fixt. Aber die anderen Leute, die anderen Teams wollen vielleicht weitergehen. Die wollen weiter Features entwickeln. Und das ist der sogenannte Release-Workflow. Ganz einfach, ich habe einen Release-Kandidaten. Jetzt bin ich mit meinem Feature-Development fertig, alle Feature complete. Und jetzt mache ich einen Release-Kandidaten-Branch auf. Und der Release-Kandidaten-Branch, da fixe ich natürlich meine Bugs. Aber die anderen Dev-Teams, die können weiter auf dem Develop-Branch arbeiten. Die können weiter auf dem Develop-Branch arbeiten und da weiter flowen. Und wenn ich einen Bug finde, dann heißt es, okay, gut, ich muss das wieder zurückmergen auf den Develop-Branch, damit ich das nicht vergesse, damit ich nicht irgendwas deploy dann später und dann kommt der Fehler beim nächsten Deployment wieder. Haben wir alle vielleicht auch schon mal erlebt. Und am Ende merge ich in den Master-Branch und ich merge in den Develop-Branch, in beide Branches und lösche den Release-Branch wieder. Und tag natürlich die Version. Das ist der Release-Workflow. Okay, gut, wofür ist der gut? Wenn Fehler vielleicht einen größeren Impact haben. Wenn man einen Fehler hat und dann können auf einmal irgendwie 20 Leute nicht mehr arbeiten oder 30, 40, 50 Leute, dann ist es eine gute Sache, den Release-Kandidaten besser zu inspizieren. Wenn Releases teuer sind, das heißt, ich finde einen Fehler, ich muss den Server runterfahren, und jetzt muss ich den Bug fixen und muss das wieder hochfahren mit dem Bugfix. Auch dann ist so ein Workflow sehr, sehr sinnvoll. Wenn man eine Kultur hat, wo man Angst hat vor Fehlern, auch dann ist so ein Release-Kandidat, den man vorher inspiziert, natürlich sinnvoll. Und wenn vielleicht Qualität über Geschwindigkeit geht, auch dann ist so ein, wenn man eine gute Qualität liefert, auch dann ist so ein Release-Kandidat sehr, sehr sinnvoll. Jetzt ist es so, auch wenn wir den Release-Kandidaten haben und wenn wir unsere Software inspizieren, ist es so, unsere Software hat Fehler. Es ist so. Unsere Software hat einfach Fehler. Und wer kennt das nicht? Hat die Software gerade deployed auf dem Server und dann klingelt das rote Telefon und jemand sagt, der PDF-Export funktioniert nicht mehr. Man sagt, haben wir nicht richtig gut getestet. Gut, okay, gut. Was machen wir? Da kommt der Maintenance-Workflow. Okay, gut. Wir müssen irgendwie diesen PDF-Export fixen. Also nehmen wir den Master-Branch, da wo wir die Version getaggt haben, branchen davon unseren Hotfix-Branch und fixen diesen Fehler. Dann mergen wir wieder zurück auf den Master-Branch, taggen, bla bla bla. Und nicht vergessen, ganz wichtig, das auch wieder auf den Develop-Branch rüber zu mergen. Das ist, damit man nicht diesen Fehler beim nächsten Deployment wieder hat. Das ist der Maintenance-Workflow. Es gibt eine Ausnahme bei diesem Maintenance-Workflow. Wenn ich einen Release-Kandidaten habe, gerade, merge ich in den Release-Kandidaten rein und nicht direkt auf Develop-Branch. So, ziemlich cool, ziemlich gute Sache. Der nächste Workflow, den ich vorstellen möchte, ist Gitflow. Gitflow, okay, was ist Gitflow? Ihr habt es gerade gesehen. Genau diesen Workflow, diese ganzen Workflows, die ich eben gezeigt habe, werden zusammengefasst im sogenannten Gitflow. Das hat Vincent Dreessen hat diesen Gitflow aufgeschrieben und entwickelt. Und der besteht einfach aus diesen Sachen. Ich habe einen Develop und einen Master Branch, also zwei Branches, auf denen ich arbeite. Ich habe meine Feature Branches, ich mache Feature Branches. Ich habe einen Release Branch, wenn ich Releases mache. Und ich habe Maintenance Branches, wenn ich Maintenance mache, wenn ich einen Hotfix machen muss, dann nehme ich meinen Maintenance Branch. Und auch ganz wichtig hier, wenn man so einen Workflow macht, ist Naming Conventions, damit ich meinen Release-Branch unterscheiden kann von meinen Feature-Branches, damit ich es einfach sehen kann, direkt im Repository, wo ist hier der Unterschied zwischen den Branches. So, jetzt ist es so, das waren ja eine ganze Menge Regeln und ich habe gesagt, okay, wir wollen uns nicht um diese ganzen Regeln kümmern und das ist so ein richtiger Regeldschungel gewesen. Erinnert ihr noch, wenn man einen Hotfix hat und man will zurück auf Develop mergen, dann kann man das, aber nicht, wenn man einen Release-Kandidaten hat. Alle diese Regeln, wann mache ich einen Hotfix? Also das mache ich vielleicht einmal im Monat, manche Unternehmen machen das vielleicht wöchentlich, aber wann mache ich das schon mal? Also kann man dafür Tools einsetzen.
Und Vincent Riesen hat ein Tool selber geschrieben für Gitflow, ein Command-Line-Tool, in dem ich einfach nur sagen kann, Gitflow Feature Start, den Namen des Features angebe und dann macht er mir einfach mein Feature-Branch und switcht direkt zum Feature-Branch rüber oder ich sage Hotfix Finish, merge das in beide Branches rein, in den Master und in den Develop-Branch beziehungsweise in den Release-Kandidat-Branch, wenn da ein Release-Kandidat ist. Ziemlich coole Sache. Manche Leute finden Command-Line-Tools vielleicht ein bisschen scary oder so oder möchten gerne was anderes benutzen. Auch da gibt es eine Lösung für. Das gibt visuelle Tools wie Atlassian Source Tree, ist kostenlos, ist ein Git-Client für Windows, Linux. Ne, Linux haben wir noch gar nicht. Windows und Mac. Damit kann man das auch, kann man Gitflow auch machen. Jetzt ist es so, jetzt könnt ihr sagen, Sven, du hast ja am Anfang hast du uns gesagt, jeder ist, alles ist unterschiedlich, jedes Team ist unterschiedlich, warum denn jetzt auf einmal ein Flow to rule them all? Ganz einfach. Wir haben Entwicklersituationen und das sind eigentlich Entwicklersituationen, die fast jedes Team hat. Also Release, wir machen Hotfix, wir wollen Release-Kandidaten haben, wir entwickeln Features. Das ist ein Flow, den wir fast alle haben. Und wenn man neue Leute hat, man kennt Gitflow, ist ziemlich bekannt. Leute wissen, wie Gitflow funktioniert. Einfach Leute in den Flow reinbringen. Jetzt ist es aber auch so, dass ich das nicht out of the box benutzen würde. Ich will natürlich das meinem Produkt, meinem Team, meiner Kultur anpassen. Und jetzt möchte ich gerne erzählen, wie das Dash-Team float. Das Dash-Team, Dash ist ein Git-Repository-Manager für Enterprise-Teams, Download, sowas wie GitHub, nur für Download auf den eigenen Servern. Und das Dash-Team hat sich gesagt, wir möchten Gitflow benutzen, das ist schon ganz gut, aber wir möchten das simpler machen. Also haben die gesagt, wir schmeißen den Master-Branch weg. Oh mein Gott, der stabile Master-Branch. Wieso schmeißen sie den weg? Die behalten einfach ihre Release-Branches. Und das ist auch typisch für das Dash-Team. Komme ich später zu, warum das so gut ist für das Dash-Team. Und es funktioniert folgendermaßen. Ich habe nur mein Master-Branch, mache einen Release-Branch und behalte den Release-Branch. Das heißt, wenn ich einen Hotfix mache, mache ich den direkt von meinem Release-Branch. Ich merge wieder auf den Release-Branch rauf und merge dann in meinen Develop-Branch rein. Was viel, viel klarer ist als Gitflow, wo ich sage, ich habe meinen Hotfix vom Master-Branch und merge den in den Master-Branch und in den Develop-Branch rein. Also hier kann man direkt auf den Release-Branch, ist viel, viel klarer, viel, viel eindeutiger. Jetzt ist es so, wir haben alle alte Versionen draußen und bei Atlassian ist es so, dass wir alte Versionen noch weiter supporten müssen. Wir supporten alte Versionen für 2 Jahre. Und wir finden auch Fehler in alten Versionen und müssen die fixen. Also was wir haben ist hier, ich habe meine Release-Branches, ich habe meinen Release 2.0, 2.1-Branch und ich finde jetzt einen Fehler im 2.0 und muss den fixen. Also mache ich einen Hotfix und merge von hier aus auf den Release 2.1-Branch und fix den auch und merge dann wieder auf den Develop-Branch. So funktioniert das Stash-Team. Das ist die Besonderheit beim Stash-Team, dass wir alte Versionen weiter benutzen. Auch hier eine klare Richtung, wie wir mergen. Und jetzt ist es so, wir sind alle Softwareentwickler und alle Geeks und alle Nerds. Und warum nicht ein bisschen Automatisierung reinbringen in das Ganze? Ich meine, wir bauen schon automatisch von den Release-Branches, bauen wir automatisch und deployen das automatisch auf unsere Webpage, wenn der Bild grün ist. Aber wir können auch besser werden. Nämlich genau das können Roboter machen. Das können wir uns Skripte machen. Das führen wir uns Skripte aus. Und das sind sogenannte Server-Side-Auto-Merges. Wir haben dafür Git-Hooks am Anfang eingesetzt. Jetzt kann das Stash selber machen. Und die mergen automatisch, wenn ich einen Hotfix habe, mergen die automatisch vom Release-Branch auf den Develop-Branch. Okay, gut. Lean back and... Wie ist es genannt? Enjoy pure awesomeness. Okay, gut. Ich habe jetzt eure Aufmerksamkeit, oder? Okay. Wir haben diese Situation gehabt. Man merged hier, also der Human merged hier und dann kommen die Roboter und mergen automatisch. Und wie gesagt, der Bild läuft automatisch los und wird automatisch auf einer Webpage deployed. Ziemlich coole Sache. Jetzt haben wir auch noch Continuous Integration Server. Wir wollen auch noch mit unserem Continuous Integration Server ein bisschen interagieren mit Git. Was wir wollen mit Continuous Integration ist, wir wollen einen stabilen Master Branch haben, der Continuous Integration getestet ist. Und wir wollen sicher sein, wenn wir mergen, dass wir nicht Dinge kaputt machen auf dem Master Branch. Und dann wieder das fixen müssen. Was wir, was wir,
machen können und was ich auch oft in der Vergangenheit mit Subversion gemacht habe, ist, ich pull mir die Changes rein in auf meiner Workstation, ich baue das lokal und ich merge, wenn das alles okay ist. Oder was wir auch machen können, was ich auch oft gemacht habe, merge and pray. Das geht auch. Und ich habe beides gemacht und ich habe beides mal irgendwie Merge-Fehler gehabt auf dem Master-Branch oder im Trunk. Hat beides funktioniert und nicht funktioniert. So, warum nicht auch Auto-Merges auf Feature-Branches benutzen und dann den Feature-Branch bauen? Also, folgendes. Ich habe hier mein potenzielles Integrationsproblem. Man sieht, da hat jemand schon mal vor mir reingemerged und ich habe vorher abgebranched und habe da ein potenzielles Problem. Also hole ich mir die Änderungen direkt vom Master und pull die rein. Warum auch nicht automatisch? Wenn jemand committet auf dem Master Branch, dann hole ich mir die Änderung automatisch rein. Automatisch pull ich das in meinen Feature Branch rein und weiß dann sofort, ich habe da einen Konflikt und muss den lösen oder ich habe die Änderung direkt bei mir drin. Aber wir wissen alle, manchmal passieren halt Fehler. Shit happens. Und was hat das mit Continuous Integration zu tun? Also, was wir machen ist, unser Continuous Integration Server pusht automatisch beim grünen Build. Nur beim grünen Build. Ich will keine roten Builds in meinen Feature Branch reingepusht haben. Wenn jemand Fehler auf dem Master Branch gemerged hat, möchte ich den nicht in meinen Feature Branch haben, sondern nur beim grünen Build werden die Änderungen bei mir in meinen Feature Branch reingepusht. Jetzt ist es so, was wir gelernt haben, ist, wenn wir automatisch die Feature Branches bei jedem Commit bauen, gibt es einen Server-Overload bei uns. Das sind einfach zu viele Builds, zu viele Entwickler, zu viele Commits. Das läuft bei uns nicht. Also wir machen das manuell. Wir bauen manuell auf den Feature Branches. Also wir bauen automatisch auf Master, Release und Develop Branch, bauen manuell auf unseren Feature Branches und machen Auto-Merges. Wenn wir einen grünen Build haben auf Master Branch, machen wir Auto-Merges mit unseren Feature Branches. Das ist, wie wir arbeiten. Okay, und das Letzte, was ich erzählen will, wir sind berühmt dafür, wir haben einen Issue-Tracker, Jira, und wie integriert das alles mit unserem Issue-Tracker? Und jetzt sind Geeks so, dass sie eigentlich gerne im Code arbeiten wollen. Die wollen gerne im Code arbeiten und wollen nicht so viel mit irgendwelchen Issue-Trackern oder so zu tun haben. Manche wollen auch nicht so viel mit Scrum-Boards zu tun haben, sondern einfach, die wollen programmieren. Und ein Workflow ist so, dass wir hier diesen Geek haben und der sagt, okay, gut, ich gucke in Jira rein, das ist das, was ich lösen muss mit meiner Software, gucke ich mir an, okay, gut, ich kann anfangen mit dem Codieren. Also geht darüber und fängt an zu programmieren, jetzt kommen die Non-Geeks an, die Product Owner, Scrum Master, wer auch immer, Manager, und sagen, oh gut, die Programmierer haben angefangen, sehe ich jetzt in Jira, oder in Bugzilla oder GitHub Issues, wie auch immer, sehe ich, dass die angefangen haben ist damit zufrieden. So, jetzt ist es so, wenn ich einen Commit mache, kann ich das in der Commit-Message angeben, kann ich angeben, ich habe Issue 6 resolved und ich muss nicht in Jira reingehen automatisch, weil Jira liest sich das aus oder auch GitHub Issues oder Bitbucket Issues, die lesen sich das automatisch aus, meine Commit-Messages und packen den in den nächsten Workflow-Status. Und so möchten Geeks gerne arbeiten. Die möchten ja nicht wieder in Jira reingehen und da wieder was machen, sondern die möchten in ihrer IDE bleiben. Das Gute für Non-Geeks ist, dass sie sehen, was gerade entwickelt wird. Die sehen gerade, was in Review ist und was fertig ist. Coole Sache. Für Geeks ist das Gute, dass sie Code-Reviews zum Beispiel im Kontext sehen können. Wenn ich ein Code-Review mache, sehe ich eigentlich nur den Code, die Codeänderung, aber ich weiß nicht genau, was diese Codeänderung irgendwie mit sich bringt. Wenn ich aber das im Pull-Request mir angucke, in Stash, dann weiß ich ganz genau, okay, dann sehe ich ganz genau, dieser Issue ist damit gefixt worden, kann mir den Issue nochmal durchlesen. Und ich kann im Issue-Tracker nachgucken, was von der Codeänderung dieser Bug hervorgerufen hat oder wieder gefixt wurde. Das geht mir aber irgendwie nicht weit genug. Ich hab einen Traum. Dass das alles noch besser geht, dass das besser integriert wird. Wenn ich mir so einen Git-Workflow angucke, ich habe einen Feature-Branch, mache meinen Feature-Branch auf, ich mache meinen Pull-Request und am Ende merge ich. Wenn ich mir so einen Issue-Tracker-Workflow angucke, dann
mache ich den Issue in Start Progress, dann ist der in Review und irgendwann ist der resolved oder finished oder done, was man auch immer machen möchte. So, die Sachen haben irgendwie, gehören die doch zusammen, oder? Also wenn ich Start Progress, Feature Browser. Mein Traum ist es, dass ich, wenn ich den Issue in Start Progress mache, dann wird automatisch ein Feature Branch gebaut. Wenn ich einen Pull Request mache, dann wird er automatisch in Review gepackt. Und wenn ich Merge, dann wird er automatisch als Resolved gekennzeichnet. Das erste haben wir bereits gelöst in der neuen Jira-Version. Also man kann jetzt direkt aus Jira einen Feature Branch erstellen. Bei dem anderen muss ich die Leute in Australien noch ein bisschen pushen, dass sie das irgendwie hinkriegen. Aber wir arbeiten dran. Und das ist auch das, was ich sehe. Wir haben sozusagen so the rise of the machines, rise of the Git Tools. Und ich werde garantiert wird Subversion Support noch die nächsten 5, 6, 7 Jahre geben. Es gibt auch immer noch CVS Support. Aber wir werden immer mehr coole Features sehen, die nur mit Git funktionieren. Die nur mit Git funktionieren, weil Git einfach mehr Möglichkeiten bietet als Versionskontrollsystem und bietet uns einfach auch mehr Möglichkeiten im Workflow. Der Workflow ist viel, viel flexibler mit Git. Und wenn ihr eins mitnehmen sollt von diesem Talk, dann ist es das hier. Don't flow like it's 1999. Guckt euch euren Workflow an, seht, was alles möglich ist mit Git und ändert euren Workflow, sodass er besser in euer Team passt, besser zu eurer Kultur passt oder besser zu euren Produkten passt. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe noch so 2, 3 Minuten für 3 Minuten für Fragen. Ja? Ich hätte eine Frage zum Thema Code Review. Aha. Was benutzt ihr denn, damit, wenn jetzt Änderungen zum Beispiel gemacht worden sind in einem Branch und man möchte jetzt eine Code Review machen, also quasi den Vergleich aller Änderungen, benutzt ihr dafür irgendwelche Tools oder? Ja, also wir benutzen dafür, also ein Pull Request, sage ich ja, ich möchte jetzt mergen. Und so wird der Code aussehen, wenn ich jetzt merge. Und dann kann man Inline-Comments angeben, da benutzen wir Stash. Aber genau das Gleiche geht auch mit GitHub oder mit Bitbucket. Ich glaube, Garrett gibt es da noch. Gitoria. Also es gibt da verschiedene Tools, die einen so ein Lightweight Code Review bieten. Okay, und dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es visuelle Tools sind? Ja. Das sind visuelle Tools, ich kann den Code sehen, das sind webbasierte Tools. Ich kann raufklicken, ich kann meine Kommentare abgeben. Mit Stash ist es noch so, dass ich Leute mit Menschen kann. Ich kann Leute also in den Review mit reinziehen, wenn ich das möchte. Genau, das geht aber auch mit GitHub. Ja. Also auf die Webseite gehen. Du hast ja ein Repository auf GitHub und da kannst du dann direkt genau das dort machen, was dann auch direkt so gemacht wird. Wenn man es halt nicht auf GitHub hat, das Repository, was in der Regel der Fall ist. Garrett, Gitorius, Stash. Also bei uns ist es so, dass wir unsere Feature-Branches halt, dass die einen kurzen Lebenszyklus haben. Das heißt, sie sind nur 2 Tage da und jeder Entwickler hat seinen, also das ist Durchschnitt, ne? Also wir haben auch länger laufende Branches, aber wir wollen die gerne so kurz halten, dass wir den Merge-Aufwand, dass der nicht so hoch ist. Aber wir sehen die Vorteile halt mit Feature-Branching, dass ich isoliert auf meinem Feature-Branch arbeiten kann. Und wenn ich sage, die dürfen nur 2 Tage leben und muss dann wieder zurückmerchen, muss ich meine Aufgaben natürlich auch so klein schneiden, dass sie passen. Ich kann ja nicht ein ganzes Epic haben und das in einem Feature-Branch packen. Also das wäre dann zu viel. Was man da natürlich machen könnte, ist noch so ein automatisch, dass ich die automatisch reinpull in meinen Feature-Branch, die Änderung vom Master-Branch. Das würde dabei helfen, was aber nicht die Explosion der Branches reduziert, sondern wir arbeiten einfach so, jeder Entwickler arbeitet auf seinem eigenen Branch, auf seinem eigenen Feature-Branch und mergt den 2, 3 Tage später wieder zusammen mit dem Master-Branch. Die 2 Tage sind ein wichtiger Indikator. Der muss eher ein Story-Brand wahrscheinlich passieren. Okay, ja, genau. Das war's? Okay. Also ich bin ja noch hier und dann können wir gerne noch über Feature Branches, Workflows, meinetwegen auch Jira Agile sprechen. Danke.